Die Welt, in die uns The Witcher versetzt, ist eine üble Gegend, in der ein Leben nicht viel wert ist und idealistische Gutmenschen seltener als 2 Meter große Zwerge. Dafür gibt's aber Schurken, Tyrannen und Rassisten zuhauf und selbst unser Hexer Geralt ist alles andere als ein tugendhafter Held. Vielmehr hält er sich am liebsten aus allem raus und jagt stattdessen Monster. Allerdings stehen die nördlichen Königreiche kurz vor einem Krieg mit dem tyrannischen Kaiserreich von Nilfgaard und auch Geralt kann sich in diesen Zeiten keine Neutralität mehr leisten. Doch bevor Geralt sich mit dieser ganzen Politik befasst, muss er erstmal persönliche Angelegenheiten erledigen. Im ersten Witcher-Spiel wird er Zeuge, wie mysteriöse Schurken die Hexerfestung Kaer Morhen überfallen und dort die unersetzlichen Hexermutagene rauben. Ohne diese Zutaten können keine neuen Hexer erschaffen werden und deswegen muss Geralt das Zeug möglichst schnell wiederfinden. Im Laufe der Handlung gerät er daraufhin in den Konflikt zwischen den Skoyatel genannten Elfenrebellen und dem frommen Ritterorden von der Flammenrose. Auch wenn Geralt neutral bleibt, kann er sich dem eskalierenden Konflikt auf Dauer nicht entziehen und muss im ungünstigsten Fall am Ende gegen beide Gruppen kämpfen. Später findet Geralt dann heraus, wer hinter dem Mutagen-Diebstahl steckt. Der skrupellose Ordensgroßmeister Jacques de Aldersberg will die Herrschaft der Menschheit für alle Zeiten sichern und hat mit den Mutagenen Supermutanten erschaffen. Doch gegen einen echten Hexer haben auch solche Mutantenknechte keine Chance. Geralt gelingt es, der Aldersberg zu erschlagen, doch dann erscheint plötzlich der Meister der wilden Jagd, einer merkwürdigen Geisterhorde, der Geralt etwas von einer alten Schuld erzählt und uns die schlimmen Konsequenzen unserer Entscheidungen offenbart. Dies ist ein erster Hinweis, dass Geralts Schicksal eng mit der wilden Jagd verbunden ist. Schlussendlich kann er jedoch zumindest für den ersten Teil erstmal alles ins Lot bringen und tritt in die Dienste des Königs Foltest. Dieser wird zu Beginn des zweiten Teils von einem mysteriösen Assassinen bedroht, der, wie hier im Trailer zum zweiten Witcher zu sehen, bereits den armen König Demerwin von Edirn auf dem Gewissen hat und allem Anschein nach selbst ein Hexer ist. Daher vertraut Foltest auch auf seinen eigenen Hexer, Geralt, der ihn beschützen soll. Leider geht die Rechnung allerdings nicht auf. Nachdem der König die Burg seiner ehemaligen Geliebten erstürmt hat, wird er im Chaos der Belagerung von einem verkleideten Attentäter hinterrücks abgestochen. Geralt kann den Mord nicht mehr verhindern und der Killer entkommt, woraufhin Geralt des Königsmords beschuldigt wird. Um den wahren Täter zu finden, tut sich Geralt daraufhin mit dem Elfen Yorveth und dem königlichen Offizier Vernon Roche zusammen. Nach relativ kurzer Zeit findet Geralt Leto dann auch tatsächlich. Allerdings, Attentäter finden und Attentäter festnehmen sind 2 Paar Schuhe, denn Leto verdrischt Geralt nach Strich und Faden, lässt ihn jedoch aufgrund einer ominösen alten Schuld am Leben. Geralt verfolgt Leto daraufhin ins Grenzland von Edirn und nach einigen Irrungen und Wirrungen kommt es hinterher zum großen Showdown in den Ruinen der alten Stadt Loch Muin. Dort erfährt Geralt, dass die Königsmorde von einer verschwörerischen Magiertruppe eingeleitet wurden. Die Kuttenträger wollten ihren eigenen Magierstaat gründen und dazu schwächere Monarchen ausschalten und deren Gebiete übernehmen. So, Achtung, jetzt wird's nämlich ein bisschen komplizierter, denn es stellt sich raus, dass auch der Magierbund an der Nase herumgeführt wird. Leto, deren Attentäter, der die ganzen Monarchen um die Ecke gebracht hat, stand nämlich von Anfang an eigentlich im Dienste des feindlichen Kaiserreiches Nilfgaard, das wiederum, das wissen wir seit dem ersten Witcher-Teil, die ganze Zeit schon kurz davor ist, in die nördlichen Königreiche einzumarschieren. Das ist nun natürlich umso einfacher, nachdem eine ganze Reihe von Monarchen dran glauben musste und deren Gebiete dadurch geschwächt wurden. Umgekehrt waren es gerade die Magier, die stets die Geheimwaffe der Freien Reiche gegen das Kaiserreich darstellten. Nachdem die aber versucht haben, Könige um die Ecke zu bringen und sich deren Länder anzueignen, sind die überlebenden Monarchen auf Magier nicht gut zu sprechen und blasen zur großen Hexenjagd, wobei auch zahlreiche unbeteiligte Zauberer um die Ecke gebracht werden. Die Schlagkraft des Nordens ist dadurch an allen Fronten geschwächt und für Nilfgaard ist die Zeit zum Einmarsch gekommen. Während all dem konfrontiert Geralt wiederum den Königsmörder Leto und erfährt, dass die beiden eine Vorgeschichte haben, denn Leto stand ihm einst im Kampf gegen die wilde Jagd, die erwähnten Geisterreiter, bei. Die wollten damals Geralts geliebte Yennefer von Fenkerberg entführen. Geralt jedoch opferte sich selbst und wurde an Yennefers Stadt entführt, während Leto diese in Sicherheit brachte.
Mittlerweile allerdings soll Yennefer in die Hände des grausamen Kaisers von Nilfgaard gefallen sein. Wir erinnern uns, das ist der Typ, der gerade die Gunst der Stunde nutzt, um mit seinen Heerscharen in die Reiche des Nordens einzufallen. Und damit ist dann die Bühne bereitet für den Einstieg in The Witcher 3, The Wild Hunt.